Du willst wissen, welche Perks die besten für Morty sind? Dann bist du in diesem Video genau richtig. So, dann zeige ich euch mal, welches die besten Vorteile sind, die ihr mit Morty mitnehmen könnt. Und zwar, Morty ist ein Ranged Character, der sehr, sehr, sehr viel auf Range arbeitet. Deswegen schadet hier schon mal nicht, vielleicht mal diesen Perk hier mitzunehmen, dass ihr Grey Health bekommt. Ist immer eigentlich ziemlich, ziemlich nice. Ist auf jeden Fall ein sehr solider Perk. Dann ein weiterer Perk, den ich euch auf jeden Fall empfehle, ist der Triple Jump. Triple Jump ist ein Mandatory Perk, den könnt ihr eigentlich auf jedem Charakter mitnehmen und macht da absolut gar nichts falsch, weil ein Dreifach-Jump zu haben ist immer nice. Wenn ihr den stackt, habt ihr diesen Dreifach-Jump nicht nur, wenn ihr einen Gegner hittet in der Luft, sondern dann habt ihr immer einen Dreifach-Jump, was wirklich sehr, sehr stark ist. Dann, Morty hat übertrieben viele Fähigkeiten. Ihr habt einmal das UFO, dann habt ihr einmal noch den Backtrail, ne? euer Down-Special halt. Dann habt ihr noch eure Granaten und euren Charge-Schuss. Also ihr habt wirklich mehr Cooldowns als jeder Charakter da draußen, mehr als Bugs Bunny sogar. Deswegen Kaffeezilla bzw. Coffeezilla unbedingt mitnehmen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also der beste Rick and Morty Spieler of all time nimmt den mit, also wieso sollten wir das nicht auch tun? Das heißt, hier in Utility haben wir schon mal auf jeden Fall 1, 2, 3 Perks, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Ich würde auch immer versuchen, so viele Nutzen-Perks wie möglich mitzunehmen, weil die sind mit die stärksten. Defensiv gibt es da ehrlich nicht viel. Da gibt es eigentlich nichts Spezielles für die Charakter. Da ist auf jedem alles gleich. Da würde ich hier nochmal, klappt es nicht, immer nehmen, wenn ihr gegen einen Morty spielt. Dann, wenn ihr gegen einen LeBron spielt, würde ich das mitnehmen. Und wenn ihr gegen Tom und Jerry oder Velma kämpft, würde ich auf jeden Fall nochmal, klappt es nicht, mitnehmen. Ist sehr, sehr stark. Dann in den Offensiven haben wir auch einige Perks, die wir auf Morty tatsächlich mitnehmen können. Nämlich haben wir zum einen hier, cool dich zu treffen. Ist ziemlich nice. Projektile fügen dem Gegner einen Stack Eis hinzu, wenn sie den Gegner zurückstoßen. Ist ganz nett, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Was man auch mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, das ist leicht ein Flamba Dog. Nämlich wenn ein Gegner von einem Projektil zurückgestoßen wird, kann das Team es für 3 Sekunden lang angreifen und ihn für 1 Sekunde anzünden. Ist auch ganz nice auf jeden Fall. Let the Drain Dog können wir für Projectile Speed gerne nutzen. Und Snowball Effect. Und Snowball Effect können wir auf jeden Fall nehmen, um Gegnern noch erhöhten Rückstoßschaden hinzuzufügen. Also overall würde ich es so machen. Ich persönlich würde auf Morty eben den Triple Jump nehmen, Kaffeezilla und wenn ich gegen einen Ranged Gegner spiele, nochmal klappt das nicht. Und wenn nicht, würde ich hier cool dich zu treffen nehmen oder halt das ist leicht im Flamberdog. Das sind mit die besten Perks, die nimmt auch der beste Spieler der Welt mit, die würde ich euch auch empfehlen. Das ist wirklich das Beste, es ist auch logisch, also es ist wirklich das Beste, was ihr da mitnehmen könnt. Deswegen trainiert diese Perks, nehmt sie mit, was anderes braucht ihr eigentlich auch gar nicht. Genau, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann und ciao.